Sehr verehrte Damen und Herren, Freunde der Galerie, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend zu einem spannenden Thema. Das haben wir schon gemerkt, dass das Thema spannend ist, nicht nur anhand des starken Rücklaufs, es sind noch nicht alle da, sondern auch natürlich in der Presse. Darüber hat, glaube ich, jeder gelesen und es ging irgendwie wie ein Schock durch die Kunstwelt, erreichte die Politik, die dem Ganzen dann noch die Sahnehäubchen aufsetzte und ist jetzt hier bei Beck und Eckeling gelandet. Also ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und ich möchte Ihnen Herrn Dr. Christian Rink, den Direktor der Nolde-Stiftung, vorstellen. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute hier als wohl der kompetenteste, neben vielleicht deinen Kuratoren Bernhard Fulda und der Frau Seuker, uns etwas berichten kannst. Es gibt viele, viele spannende Fragen, die Sie übrigens auch stellen können. Das ist ja das Schöne hier in unserem Format als Privatgalerie, wo sich jeder beteiligen darf und soll. Aber ich möchte kurz noch ein bisschen ausholen, und zwar Nolde und die Galerie Beck und Eggeling. Utes Eltern haben Nolde gesammelt, mein Vater kannte Nolde, er traf ihn 1952 in Hamburg und nicht deswegen, sondern wegen der Stärke seiner Kunst ist er wohl bei uns im klassischen Programm unser wichtigster Künstler. Das können Sie auch hinter uns erkennen und sehen. Wir haben aus unseren Beständen einige Dinge einfach mal hingehängt und ich finde, es ist schon beeindruckend, wenn man einfach nur die Malerei sieht von Emil Nolde, die Farbmalerei. Wir haben unsere Galerie 1994 in Leipzig gegründet und haben 1995 diese Ausstellung hier gemacht. Und zwar mit John McEnroe in New York. Und ich habe vorhin mal nachgeguckt, was wir in die Biografie geschrieben haben. Und dort steht ganz klar geschrieben, Nolde war Mitglied der NSDAP. Warum interessiert uns dieses Thema so stark? Ich glaube, dass Nolde eigentlich nur ein Beispiel für die ganze deutsche Situation nach 1945 und vor 1945 war und dass es viele, viele Familien betrifft. Die Wissenschaftler sagen, dass mindestens 70% des deutschen Volkes hinter dem Naziregime gestanden hat, sonst hätte das niemals so funktioniert. Und ich sage gerne so salopp, was war denn nach 1945? 10 Nazis haben sie in Nürnberg aufgehängt, 10 andere wurden entnazifiziert. Und wo waren die anderen alle? Sie waren irgendwie nicht da und unter den 20 waren Nolde auch nicht. Deswegen, ich möchte mal hier einsteigen, diese Diskussion ist etwas eigenartig, weil wir wussten ja, dass Nolde in der NSDAP war. Man wusste bestimmte Dinge. Es wurde nur noch nie so explizit wie in deiner tollen Ausstellung und dieser richtigen Ausstellung, wichtigen Ausstellung ausgesprochen, denkt man. Ich weiß noch, Ute, als wir die Ausstellung mit John McEnroe in New York hatten, haben wir glücklicherweise 2 Grafiken verkauft. Und zwar an das Museum in Boston, Fine Arts Museum in Boston. Da war zu der Zeit gerade eine Nolde-Ausstellung. Ich glaube, Herr Reuter war dort, dein Vorgänger. Und wir kamen zur Vorbesichtigung. Und es war eine riesen Aufregung und es war noch an einer großen Leiter jemand, der an der Biografie, die an die Wand üblicherweise geschrieben wurde, etwas einfügen musste. Nämlich damals hatte man also im Gegensatz zu uns vergessen, dort hinzuschreiben, dass Nolde Mitglied der NSDAP war. Aber ich möchte dich auch zu Wort kommen lassen, also wir haben ja ein bisschen Zeit, ja. Aber ich würde auch gerne so ein bisschen zitieren aus den 2 tollen Büchern, die zu der Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin herausgegeben wurde. Und diesen einen Text,
der eigentlich schon sehr viel sagt zu dieser Verklärung, war er, was war er? Ein Bericht, Epilog zur Nolde-Ausstellung, Nolde-Ausstellung 1947, zu seinem 80. Geburtstag, wo er natürlich nach außen hin nur als entarteter Künstler dargestellt wurde, schrieb Adolf Behne in Berlin am Mittag, jetzt muss ich meine Brille aufziehen, ich weiß nicht, ob die Galerie von der Heydt dem Maler Emil Nolde einen guten Dienst erwies mit der Ausstellung dieser älteren Arbeiten, wie sie der Zufall des Berliner Privatbesitzes darbot, darunter schwächere und auch schwache Dinge. Zu seinem 80. Geburtstag. Gern möchten wir uns die frühen Bezauberungen durch Noldes Farbenkünste erneuern und bestätigen. Aber außer vor einigen Aquarellen wie den prachtvollen, farbig sehr zurückhaltenden Tiger bleibt das Wunder aus. Glücklicherweise wissen wir, dass es sehr viel stärkere Arbeiten von Nolde gibt und wollen also ein zutreffendes Urteil über seine Stellung vertagen, bis wir Gelegenheit hatten, seine besten Leistungen wiederzusehen, wenn irgend möglich auch neue, nach 1933 entstandene Arbeiten. Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob nicht vielleicht meine leise Enttäuschung vor den Bildern nur das Echo jener menschlichen Enttäuschung sei, die Emil Nolde seinen alten Mitkämpfern und Freunden bereitete, als er 1933 der Nazi-Ideologie erlag. Er und Dr. Alois Schad, für ein paar Wochen Direktor der Nationalgalerie, glaubten damals die Expressionisten den Nazis über die nordische Brücke als urgermanische Kunst zubringen zu können. Sie dachten sich, welch abgrundtiefe Naivität, die Klee und Mark und natürlich Emil Nolde als Hofkünstler Hitlers. Aber die Nazis warfen hohnlachend auch Nolde zu den Entarteten und brüllten Schad nieder. Schad erkannte seinen Irrtum und ging außer Landes. Nolde glaubte weiter an den Führer und seine herrliche Bewegung. Er trennte sich von seinen Freunden. Stilistisch gehört er zu den Entarteten, ganz gewiss, nicht aber als Charakter. Wenn jetzt von manchen Federn der Eindruck erweckt wird, als sei Emil Nolde, da entartet, auch ein Held des geistigen Widerstands gewesen, so ist das abzulehnen. Er war bereit, seine Kunst den Nazis darzubringen und nur deren Ablehnung war das Hindernis. Er ist ein Entarteter. Nolde selbst schrieb einmal 1926 an einen Freund: Du kennst meine Neigung, gern zwischen dem Künstler und dem Menschen scheiden zu wollen. Ganz konsequent hat er, als sein künstlerisches Selbstbewusstsein erwachte, seinen bürgerlichen Namen Hansen mit dem Künstlernamen Nolde vertauscht. Könnten wir also die Hitler-Verehrung auf den Hansen abschieben? Bleibt der Nolde unversehrt? Ich möchte eher aus den Noldes mir das peinvolle Rätsel lösen, wie ein so stiller, reiner, höchst empfindsamer Künstler dem Programm der rohesten Gewalt und des Rassenfanatismus anheimfiel. Können die Bilder etwas zur Antwort beitragen? Es wird mir heute scheinen, als fehle ihnen eine bestimmte Dimension, als komme der Raum als das Bestimmte, Entschiedene, Dauernde oft zu kurz, als binde alle Glut und Pracht der Farbe sich nicht zu einem selbst. Die mimosenhafte Feinheit des Menschen und Künstlers hatte vielleicht Reize schmetternder Verfahren, kriegerischer Signale, herrischer Befehle. Musste dies alles gesagt werden? Ich liebe Emil Nolde zu sehr, um zu dem Fall Emil Hansen taktvoll schweigen zu können, wenn er sich jetzt die künstlerische Enttarnung als politisches Alibi gefallen lässt. 1947 in einer Tageszeitung Berlin, ich meine, der das gelesen hat, Christian,
der wusste eigentlich schon sehr viel oder musste zumindest ganz klar darüber nachdenken, was war denn mit dem Nolde vor 1945? Genau, ich glaube, es ist so, dass man diese Stellen, diese schwierigen Stellen über Nolde, die seine eindeutigen Sympathien für den Nationalsozialismus, seine Anhängerschaft auch einfach aufzeigen, dass man die immer wieder verdrängt hat. Wenn man sich Noldes Biografie, den zweiten Band anschaut, Jahre der Kämpfe, 1934 erschienen, da strotzt es nur so von Antisemitismus. Und nach dem Krieg, als die zweite Auflage ging, da hatte Nolde selber schon vorbereitet, Sachen zu streichen. Der Gründungsdirektor der Stiftung hat dann weiter mit gestrichen. Und ich glaube, dass wir vom Expressionismus immer noch das Bild haben, dass es die andere Seite des Nationalsozialismus ist. Peter Klaus Schuster, der frühere Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, der hat bereits 1999 gesagt, mit nichts galt Hitler so anschaulich überwunden wie mit dem Rückgriff auf die von ihm so gehasste Kunst, also den Expressionismus. Und ich glaube, dass gerade der Expressionismus aufgrund seiner Verfolgtheit, die es ja auch wirklich gab, der Expressionismus ist in der entarteten Kunstausstellung, die durch ganz Deutschland gezogen ist, an den Pranger gestellt worden, dass sich viele auch einfach nur noch darauf bezogen haben und dass die kritischen Stimmen, wie sie beispielsweise Adolf Behle 1947 publiziert hat, dass es einfach vergessen wurde. Und genauso ist es auch mit vielen Erkenntnissen, die wir in der Ausstellung zeigen. Das sind teilweise Erkenntnisse, die wurden bereits 1999 publiziert, die allerdings in der Öffentlichkeit keinen Widerhall gefunden haben. Und vielleicht auch in dem Moment, was mich persönlich an diesem Thema so gereizt hat, als ich nach Sebel gekommen bin. Ich habe 2011 als stellvertretender Direktor in Sebel angefangen und es kamen natürlich immer wieder Anfragen auch auf mich zu, wie es denn mit Nolde und Nationalsozialismus sei. Und zurückgreifen konnte ich dabei auf zahlreiche Aufsätze. Ich habe mal eine Liste gemacht, das waren, glaube ich, 25 oder 28 Aufsätze, die sich mit dem Thema Nolde und Nationalsozialismus beschäftigt haben. Was mir aber damals gefehlt hat, war ein Rundumschlag um diese komplexe Thematik. Ich hätte gern gesagt, hier Leute, lest das Buch, da steht alles drin. Und insofern, mir hat gefehlt einfach eine Betrachtung von Noldes Verhalten vor der Machtergreifung, während des Dritten Reiches, aber auch danach. Und das war dann insofern der Ausgangspunkt, als wir dann 2013 dieses Forschungsprojekt gestartet haben. Darf ich dich dazu gleich fragen, vielleicht eine sehr bisschen heikle Frage. Wie kommt es, dass erst du das gemacht hast? Ich meine, du hattest drei Vorgänger, 70 Jahre sind vergangen. Also mir ist das klar, was ich vorhin gesagt habe, dass natürlich 1945 hat man versucht, Frieden zu machen. Das ist ja oft so, wenn Regime fallen, kannst du ja nicht alle umbringen oder alle internieren. Aber irgendwie 1968 kam ja dann die Reaktion auf dieses Vertuschen in die Gesellschaft und da, was hat denn die Kunstgeschichte da gemacht? Wo waren die denn, die dann gesagt haben, so jetzt müssen wir hier aber auch nochmal ein bisschen das revidieren, dass der entartete Künstler auch eine andere Seite hatte und die ist ja nicht so ganz ohne, wie das hier zusammengetragen ist. Das wurde wirklich zum Teil einfach ignoriert. Also der Brief, den Nolde 1938 an Goebbels geschrieben hat, wo er sich wirklich anbiedert mit meine Kunst ist deutsch, herb, stark und innig, der ist zum ersten Mal 1968 oder 69 publiziert worden in einem kleinen Band und fand danach auch immer wieder Hall, aber es kam wirklich nie zu einer umfassenden Betrachtung. Und ich glaube, was die Geschichte meiner eigenen Stiftung anbelangt, ist es ja so, dass Nolde hat ja wirklich bereits mit Kriegsende angefangen, auch seinen Nachlass zu säubern. Ihm war völlig klar, dass er einen Teil seiner Dokumente vernichten musste, um beispielsweise auch, wie er selber schreibt, seine Kunst zu schützen. Und ich will jetzt mal versuchen, ob ich jetzt auf die Schnelle das Zitat dazu finde. Ja. Und zwar schreibt Nolde im Sommer 1945. Viele Gedanken hatte ich hingeschrieben, den großen Weltfragen, den weltpolitischen Ideen, der herrschenden Willkür des Tages und der Zeiten gewidmet. Sie waren vergraben. Ich aber dann doch holte sie hervor, sie dem Feuertod übergebend. Ich war sehr traurig, diese trächtigen und wohl auch zündenden Gedanken vernichten zu müssen. Es musste geschehen, damit meiner Kunst, so gut es möglich war, ihre Gefährdung und einer völligen Vernichtung entgehen konnte.
Die Ansammlung wurde ärmer. Nur die der Kunst geweihten und die religiösen Gedanken verblieben, deren Gottgröße und der Menschheit glücksbringende Auswirkung ich als Mensch wohl nur zu ahnen, aber nicht zu bemessen weiß. Also um es auf den Punkt zu bringen, es gab eine Trias von Kunst, Religion und Politik und Nolde hat seine Notizen, die die Politik betroffen haben, da ausradiert. Und 1946 kam dann Joachim von Lepel nach Sebel. Er war einer der Soldatenfreunde. Die Noldes hatten eine ganze Reihe von jungen Soldaten, die sie im Krieg mit Briefen unterstützt haben. Es waren Briefe, wo sie moralisch aufgebaut worden sind. Und Joachim von Lepel war ein großer Fan von Max Sauerland, mit dessen Sohn auch Max Sauerland befreundet. Und von Lepel wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Noldes gebeten, nach Sebel zu kommen, auch schon im Hinblick, die Stiftung später zu übernehmen. Und von Lepel hat dann letztendlich 10 Jahre ja auch mit dem alten Nolde auf Sebel gelebt und war auch im Krieg und hatte auch die Grausamkeiten des Krieges erlebt. Und ich glaube, insofern war es dann auch verständlich, dass er zu der damaligen Zeit nicht mit aufgeräumt hat. Was aber auch zu der damaligen Zeit entstanden ist, ist dieser große Nolde-Mythos, den Werner Haftmann dann in seinen zwei Büchern 1958 und 1963 schreibt. Der erste Band, oder beide Bände sind im Auftrag der Stiftung herausgegeben worden. Der erste Band ein allgemeines Buch über Nolde und der zweite Band hat sich nur den ungemalten Bildern gewidmet, die dadurch eine unheimlich große Popularität erlangt haben. Und Werner Haftmann schreibt in der Biografie sinngemäß, und als Nolde die ganzen Gräueltaten der Nationalsozialisten erkannt hatte und das grausame Regime durchschaut hatte, da wandte er sich ab. Punkt. Und das ist letztendlich eine der großen Lügen, die wir eigentlich erst 2014 im Kontext der Frankfurter Retrospektive aufdecken konnten. Weil selbst ich habe geglaubt, als ich nach Sebel gekommen bin, okay, der Maler hat erst, wird auf der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt und dann bekommt er 1941 noch, damals hieß es noch Malverbot, heute wissen wir, dass es ein nüchternes Berufsverbot gewesen ist. Und das war für mich immer so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hat er es durchschaut, seine Kunst wird verfolgt und dann wendet er sich ab. Aber was wir heute wissen, dass es einfach nicht so gewesen ist. Und es war, glaube ich, auch ein Schutzmechanismus der Stiftung, dass man Nolde schützen wollte. Eigentlich das, was der alte Nolde auch für sich selbst gesehen hatte, nämlich sein Werk vor seinen schwierigen Aussagen und vor seinem Antisemitismus zu schützen. Und das hat sich dann einfach durchgezogen. Und bei mir war es, glaube ich, wirklich einfach das große Glück. Ich war noch nicht lange in Sebel und mir waren diese ganzen Dimensionen einfach auch nicht klar, weswegen ich da auch sehr, sehr unbefangen dran gegangen bin, wirklich mit einer wissenschaftlichen Neugier. Genau, die Dimension ist, glaube ich, das Ausschlaggebende, weil ich glaube, keiner, der sich damit beschäftigt, mit der Kunst, mit Nolde, kann behaupten, er wusste von nichts, aber die Dimension, also als ich dann auch zur Eröffnung in Berlin war und dann diese Briefe las, war ich schon schockiert. Ja? Und es braucht eben so ein bisschen Zeit, das zu verdauen. Und das ist auch eine interessante philosophische Auseinandersetzung eben grundsätzlich, wie gehen wir um mit Mensch und Werk? Weil es gibt ja viele Journalisten, also ich glaube, die Mehrzahl hat da schon in die Kerbe reingehauen und gesagt, das geht überhaupt nicht, hängt die Bilder sogar aus dem Museum. Wenige haben darüber geschrieben, ich finde Florian Illis hat sehr gut darüber geschrieben und jetzt war am Wochenende nochmal ein toller Artikel von Dominik Meyer in der Welt am Sonntag. Aber der dann auch schreibt, wo willst du aufhören? Ich meine, wie geht man mit Leuten um wie Balthus und Gauguin oder Ernst Ludwig Kirchner, ja, Pädophile, also alles weghängen. Oder was machen wir mit Wagner? Also die Musik können wir auch gleich einsperren. Also deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr vernünftig auch, das Werk von einem Künstler zu trennen. Aber ich möchte dich noch was speziell jetzt fragen, ein bisschen aus der Kunsthandelsseite, weil wir ja auch so ein Nebenthema haben. Wie wirkt sich das denn jetzt auf den Marktwert von Emil Nolde, diese Geschichte, also einige Sachen, die zu revidieren sind, ungemalte Bilder, das war für Galeristen immer das geheime Wort, das Zauberwort, um ein tolles kleines Aquarell für sehr viel Geld zu verkaufen. Diese ungemalten Bilder sind aber auch besonders tolle Werke und diese Geschichte macht es natürlich spannend. Der Künstler in der inneren Emigration darf nicht malen, wird beobachtet, also keine Ölfarbe mehr, die man riechen könnte, sondern kleine, schnell zu versteckende Aquarelle.
Und man sieht es, finde ich, diesen Aquarellen auch an, dass sie also besonders intensiv gearbeitet sind, also immer wieder drüber gegangen. Also man kann sich das so wunderbar vorstellen, da sitzt also der Künstler in Sibyl und Ada guckt draußen, ob der Gestapo-Mann auf dem Fahrrad, nehme ich mal an, dort, vielleicht hat er sogar ein Motorrad gehabt, da über die Grachten fährt, wie heißt das bei euch? Warften. Die Warften fährt und dann Emil steckt die Dinger weg, dann hat sie sie zusammengesteckt und hat sie versteckt. So sehen die aus und das ist natürlich eine tolle Geschichte, die doch zu der Qualität, die durchaus da ist, dazukommt. Aber jetzt habe ich irgendwie erfahren, dass das auch nicht so ganz wahr ist. Genau, also das, was du eben wunderbar erzählt hast, ist die Geschichte, die Neude wirklich 1945 für seine kleinformatigen Aquarelle geschaffen hat. Vielleicht nochmal auch zwei Sätze dazu. Neude hat das ja in seiner Biografie auch in den Kontext des sogenannten Malverbotes gestellt. Da nochmal zwei Sätze zu. Es gibt ein Schreiben von der Reichskammer der Bildenden Künste, das ist vom August 1941, wo es wirklich nicht so ganz, also da wird er wegen mangelnder Zuverlässigkeit, wird er aus der Reichskammer der Bildenden Künste ausgeschlossen und ihm wird untersagt, sich sowohl beruflich als auch nebenberuflich auf dem Gebiet der Kunst zu bewegen. 8 Wochen später, in der Zeit Neude, musste noch zahlreiche seiner Werke bei der Reichskammer der Bildenden Künste einreichen. Insgesamt lagen dem über 50 Arbeiten vor. Da kam dann ein weiteres Schreiben, was bis vor wenigen Jahren die Öffentlichkeit nicht erreicht hatte. Und darin heißt es, Neude habe die Werke, bevor er sie der Öffentlichkeit übermittelt, einem Kunstausschuss der Reichskammer der Bildenden Künste vorzulegen. Und die entscheiden dann darüber, ob das einzelne Werk ausgestellt oder verkauft werden darf. Das ist ganz üblich. Bei Pechstein war das beispielsweise ganz genauso. Der hat seine Werke eingereicht. Einige von seinen Arbeiten durfte er verkaufen, andere von seinen Arbeiten durfte er nicht verkaufen. Im Nachgang hat Neude das Ganze dann Neude, als bester Freund war der Schweizer Jurist Hans Fehr. Der war als Neude Zeichenlehrer in St. Gallen gewesen ist, war er Schüler von ihm und Fehr hat dann die Juristenkarriere eingeschlagen und Neude in rechtlichen Dingen immer wieder auch beraten. Und Neude holt seinen Juristen also auch in der Zeit dazu und Hans Fehr schreibt ihm dann, Neude hat Abschriften der Briefe zu Hans Fehr geschickt und Fehr schreibt ihm dann im Januar oder Februar 1942, also 4 Monate nach dem zweiten Schreiben, nein, nein, du kannst ruhig malen. Und wenn es irgendwelche Anfeindungen an dich gibt, dann sage, dass das ein Professor der Rechte und wenn du willst, nenn auch gerne meinen Namen dir gesagt hat, dann sollen sie sich gern an mich wenden. Also Neude war zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig klar, dass er hätte malen dürfen und auch können. Was man in dem Moment nicht außer Acht lassen darf, ist, dadurch, weil Neude kein Mitglied mehr in der Reichskammer der Bildenden Künste gewesen ist, bekam er auch keine Bezugsscheine mehr für Malmaterial. Das war reglementiert und insofern war Neude auf Freunde angewiesen, die ihn dann mit Malmaterial versorgt haben. Mehrere haben das auch getan und dann hat sich Neude, das wissen wir auch, seinen größeren Aquarellen gewidmet, hat die teilweise auch zerschnitten. Und was Neude dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, war, dass er sich dieses Malverbot als Teil von seinem Künstlermythos ins Leben ruft. Und in dem Moment entstehen dann für ihn die besonderen ungemalten Bilder. Und er schreibt zu der Zeit auch in seiner Biografie und die erst nach Neudes Tod erschienen ist, aber trotzdem schon zu Lebzeiten von Neude zahlreich verbreitet wurde. Und da würde ich nochmal kurz raus zitieren. Die Jahre vergingen. Verstohlen hatte ich gearbeitet, in einem kleinen, halb versteckten Zimmer gearbeitet. Ich konnte es nicht lassen. Material beschaffen, jedoch war mir entzogen. Und es waren fast nur meine kleinen, besonderen Einfälle, die ich auf ganz kleine Blättchen hinmalen und festhalten konnte, meine ungemalten Bilder. Die wirkliche große Bilder werden sollen, wenn Sie und ich es können. Unser schöner, fertig gewordener Bilderraum, der die Erfüllung eines Lebenswunsches war, war durch die Verbote des Gefängnisses meiner Bilder geworden, vereinsamt und verschlossen. Was wir aber durch die Ausstellung wissen und durch die Forschungen von Aya Seuker und Bernhard Fulda in den letzten 6 Jahren, ist, dass die ungemalten Bilder eigentlich schon mindestens ab 1931 entstehen. Sie sind immer datiert worden von 1938 bis 1945. Das wissen wir heute, das ist nicht mehr richtig.
sondern schon ab 1931. Das ist das Jahr, in dem Jahr Nolde den ersten Band seiner Biografie publiziert, das eigene Leben. Und für besondere Freunde klebt er da vorne ein kleines Aquarell mit ein. Und dieses Aquarell oder die Aquarelle sind natürlich an die Buchgröße gebunden und die sind von der Höhe maximal 20 cm, von der Breite ungefähr 16 cm. Und da hat Nolde aber auch gemerkt und auch der Kunsthandel hatte damals gemerkt, ach, das ist nochmal was Besonderes, Schönes und für die Kunden und für die Käufer auch. Und es gab dann die sogenannten Luxusausgaben der Biografien, in die dann wirklich die kleinen Aquarelle eingeklebt worden sind. Und insofern wissen wir, dass diese Aquarelle in dieser Dichte und in der künstlerischen Qualität, die können wir heute von den, was wir bislang als, wir würden es einfach als unbemalte Bilder verstehen, aber wir wissen einfach jetzt, dass sie deutlich früher sind. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige der Aquarelle, die in die Originalausgaben eingeklebt sind, aus konservatorischen Gründen oder natürlich auch, weil man die Aquarelle sehen wollte, wurden sie oftmals dann daraus gelöst und im Kunsthandel teilweise dann auch einfach separat verkauft. Und insofern hat Nolde da zu der Zeit einfach auch mit diesem Titel der ungemalten Bilder einen wunderbaren Mythos geschaffen. In seinen schriftlichen Äußerungen taucht der Begriff ungemalte Bilder schon mindestens ab 1919 auf. 1919 war Nolde zu Ostern auf der Hallig-Hoge und hat dort eine wunderbare Reihe von, ich glaube, 78 kleinen Zeichnungen angefertigt, Rohrfederzeichnungen, ein bisschen mit Farbe durchsetzt. Und das waren dann für ihn Teilvorlagen für größere Ölbilder. Bereits 1919 sind dann die ersten Ölbilder danach auch entstanden. Und dieser Begriff ungemalte Bilder, den müssen wir heute eigentlich so weit fassen, dass das Arbeiten sind, wo sich Nolde eine Ausführung im großformatigen Ölbild auch vorstellen konnte. Und das intensiviert sich dann aber insbesondere in der Zeit in den 40er Jahren. Also das verstehen wir heute in der Kunstwelt unter Marketing. Das ist Supermarketing, schon 1919. Und wenn man diese Dokumente, die hier in diesen sehr interessanten, wichtigen Ansammlung von Originaldokumenten durchliest, dann sieht man, wie zielstrebig der Emil Nolde mit voller Unterstützung von Ada, ein super Gespann, die beiden, nur eins im Kopf hatten, nämlich ihn zum größten Künstler, im Grunde genommen wie ein Vorläufer von Picasso, zu schaffen. Und natürlich ist es fast nicht nachzuvollziehen, ja, dass das Urdeutscheste an Kunst, das ist ja das, was Nolde ausmacht. Und dann kommen die Nazis, die Urdeutschesten von den Urdeutschen, und Nolde steht da und sagt, hier bin ich, euer Künstler. Und die sagen, nee, du hattest vorhin so einen wunderbaren Zitat von Hitler, das muss mal vorgelesen werden, um diese Diskrepanz, die da stattgefunden hat, zu verstehen. Weil Nolde bis zum Schluss des 45 immer noch daran gearbeitet hat, Staatskünstler zu werden. Also seine Kunst stand im Vordergrund. Mich persönlich, um darauf zurückzukommen, wie schockierend eigentlich die Originalzitate dann waren, weil, wie gesagt, man wusste es, war dann im Grunde genommen eben diese Brutalität, die er in seinen Niederschriften formuliert, also politisch wird. Für mich war Nolde ein einfacher Mensch, urdeutsche Malerei, die uns alle packt, emotional direkt aus dem Bauch auf die Leinwand, auf das Papier geschrieben, aber kein politischer Mensch. Und das wird eben ganz klar widerlegt, wenn man all diese Texte, die hier drinnen stehen, liest. Und immer wieder kriegt er solche Nackenschläge, wo jeder sagt, Mann, fang doch mal an zu verstehen, das Ding ist gelaufen. Genau, also da, das muss man wirklich sagen, ich glaube, was Adam und Emil Nolde damals geschaffen haben, heute würde man das wirklich als wunderbares Marketing begreifen. Bevor wir die Aussagen von Hitler über Nolde sind, 1933,
Und das ist mir auch erst im Zuge der Forschung wirklich deutlich geworden, was für ein bedeutsames Jahr 1933 für Nolde gewesen ist. Vielleicht noch kurz zur Hintergrundsituation. Die letzten freien Reichstagswahlen zum Reichstag der 6. Weimarer Republik waren im Sommer 1932 und die Nationalsozialisten hatten da deutschlandweit ungefähr 37% erreicht. Sie waren stärkste Partei. In Neukirchen, wo Noldes-Sebühl liegt, haben über 85% die NSDAP gewählt zu diesem frühen Zeitpunkt. Und der Historiker Uwe Danker schreibt es so, dass im Gotteskog in der Wiedinger Harde, also da in Nordfriesland, wo wir sind, ist der Nationalsozialismus die kulturelle Denkorientierung in der damaligen Zeit gewesen. Und was man aber auch zu dem Zeitpunkt noch bedenken muss, ist, dass die Frage nach einem Staatsstil zu der Zeit noch völlig ungeklärt war. Selbst Goebbels wollte Barlach und Nolde zu den Prototypen der nordischen Künstler deklarieren und hat da aber auf Widerstand von Alfred Rosenberg, dem Reichskunstführer, dort bekommen. Und das zieht sich letztendlich ja wirklich bis in die 30er Jahre hin. Immer wieder hat Nolde dort auch versucht, sich zu positionieren. Und bereits gleich 1933, Hitler war wohl für seinen sehr konservativen Kunstgeschmack bekannt, da haben die Nolde mit Erna Hanfstengel, deren Bruder Ernst oder Putzi Hanfstengel, war Auslandspressechef der NSDAP und mit Hitler in München sehr, sehr gut befreundet. Erna Hanfstengel hat dort am Karlsplatz in der Nähe der NSDAP-Zentrale ihre Galerie gehabt. Und die haben gemeinsam mit Schad von der Nationalgalerie in Berlin haben die einen spannenden Plan eingefädelt, nämlich man hat versucht, Hitler von Noldes Kunst zu überzeugen. Und was macht man? Man bringt ein sehr schönes Sonnenblumenölbild und zwei weitere Aquarelle in die Wohnung von Putzi Hanfstengel und hofft einfach, dass Hitler keinen Wutausbruch bekommt, wenn er da dran vorbeigeht. Und das passiert auch. Hitler trifft sich dann dort und nimmt die Bilder auch wahr und hinterher ist man sehr, sehr glücklich und Erna Hanfstengel berichtet dann an Ada und die wiederum dann an Emil Nolde, dass man diesem besonderen Menschen Hitler einfach noch ein bisschen Zeit geben muss, bis er es versteht, Nolde richtig zu sehen. Und in der Zeit dann aber auch, ist ja dann noch 1933, kommt Nolde, ist der Feier zum 10-jährigen Jahrestag des Hitlerputsches in München. Nolde wird dort auch durch Erna Hanfstengel wird er auf die Gästeliste von Himmler gesetzt und man trifft sich dort im Bürgerbräukeller mit allen Prominenten und allen Größen der NSDAP-Zeit. Nolde ist hellauf begeistert und schwärmt dann wiederum seinen Freund Hans Fehr vor, was für ein genialer Tatenmensch doch Hitler zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Das ist November. Und im Dezember 1933 besucht Hitler dann den von ihm sehr geschätzten Architekten Paul Ludwig Trost, also dem Vorgänger von Albert Speer in München. Und dessen Frau Gerdi hat dann eine Mitschrift von einem Wutausbruch von Hitler angefertigt und den Hitler mit dem Ausruf Nolde das Schwein einleitet. Und dann geht es um die Sammlungspolitik der deutschen Museumsdirektoren und das möchte ich jetzt nochmal gerne weiter zitieren. Ich streite mich mit diesen Burschen nicht mehr herum. Sie sind mir ja viel zu scharfkopfisch in ihrer Dummheit, sich einzubilden, mich, meinen Willen und meine Ideale, für die ich 14 Jahre gekämpft habe, heute umbiegen zu können oder mich eines anderen belehren zu können. Unserem Reich geben wir unseren Stempel und nicht den ihren. Wir haben heute die Macht und das Geld und sie bekommen nicht einen Auftrag von mir. Wir werden ja sehen, wer den längeren Atem hat. Und die Galeriedirektoren werden allesamt angewiesen, nicht ein Stück mehr anzukaufen. Sie haben mir mit ihrem persönlichen Vermögen dafür zu haften oder ich lasse sie einsperren. Nolde das Schwein. Ja, was sind sie denn sonst, diese Dreckskerle? Was er malt, sind doch immer nur Misthaufen. Und von dieser Rede oder von diesem Auszug hat Nolde Zeit seines Lebens keine Informationen bekommen. Allerdings hat es dann doch noch einige Jahre gedauert, bis Hitler ja dann wirklich den Expressionismus und die Kubisten, Futuristen, Dadaisten als entartete Kunst erklärt hat. Aber das hält Nolde dann trotz allem für ein sehr, sehr großes Missverständnis. Also er schreibt beispielsweise 1938 an Reichspressechef Otto Dittrich: Wenn ich im Leben, solange ich Künstler bin, gegenüber Fremdung der deutschen Kunst,
gegen den unsauberen jüdischen Kunsthandel und gegen die übergroße jüdische Vorherrschaft in einem künstlerischen, in offenem Kampf gestanden bin und nun seit Jahren von der Seite, für die ich mit und vorgekämpft habe, angegriffen und verfolgt werde, dann müssen Missverständnisse vorliegen, die einer Erklärung bedürfen. Also Nolde versteht nicht, dass seine Kunst eigentlich genau dem diametral gegenübergesetzt ist, was Hitler als gute Kunst versteht. Und das wird er bis zum Schluss nicht verstehen. Ja, und dann kommt es ja zu der entarteten Kunstaktion, wo dann ja nicht mehr gesprochen wird, sondern wo agiert wird und gehandelt wird, wo die Bilder von Nolde oder den anderen Expressionisten aus den Museen in Deutschland entfernt werden und in fürchterlichen Ausstellungen sozusagen wie jahrmarktsmäßig präsentiert werden. Und es gibt in diesem Buch eben ein wunderbarer fortlaufender Briefwechsel zwischen Emil Nolde und seinem Freund, den du vorhin erwähnt hast, Hans Fehr, der Jurist und Schweizer. Und Nolde wartet auf den Bericht von der entarteten Kunstausstellung in München, die Hans Fehr im August 1937 besucht und danach schreibt, und ich zitiere da jetzt einmal: Mein lieber Freund, also Hans Fehr an Emil Nolde, rein sachlich, mit ein wenig Kritik freilich, will ich dir erzählen, was ich von 9 bis 11 Uhr gesehen habe. Punkt 9 ging die Ausstellung auf, Punkt 9 Uhr waren wir da und schon standen 50 Leute mit heißen Köpfen an der Sperre. Der Andrang nahm alle Viertelstunden zu und jetzt um 11 Uhr fand man kaum die Möglichkeit, dem furchtbaren Raume zu entrinnen. Ein ruhiger, künstlerisch ganz ungebildeter Mittelstand drängt sich um die Bilder. Man hört wenig sprechen und lachen. Das Ungewöhnliche macht stumm. Das große Ausmaß kann kaum bewältigt werden. Die Räume sind ordinär. Man steigt eine schmale Holztreppe empor und schon steht man vor der großen Kreuzigung. Sie ist kaum zu sehen. Die drei Fenster blenden das Auge stark und man muss bis auf 2 Meter an das Werk herantreten. Wer keinen schützenden Hut hat, vermag das Bild nicht zu werten. Ganz unmöglich. An der Wand rechts davon hängen das Abendmahl, von einem schrägen Halbschatten verunstaltet, Christus und die Kinder, worunter steht, bezahlt 15.000 Reichsmark, Marias Tod mit den Löwen und die klugen und törichten Jungfrauen. Diese 4 Bilder nehmen allein die Seitenwand ein und wirken besser als das Abendmahl. Aber ein Zettel von widerlichem Rot fährt dazwischen und auf ihm steht, bezahlt mit den Steuergroschen des arbeitenden deutschen Volkes. Und ein Zettel, der in jedem Saal 3 bis 4 Mal auftaucht. Auf der gegenüberliegenden Seitenwand sieht man sehr hochgehängt Christus und die Sünderin. Darunter bezahlt Reichsmark 25.000. Ein Beckmann und ein Thalheimer rahmen das Bild hässlich ein. Schräg unten dann die heiligen 3 Könige und einen Foto Adam und Eva. Von diesem ersten Raum gelangt man in korridorähnlichen Räume, allzu schmal für ungeübte Augen, die Bilder allzu eng gehängt und häufig für die Umgebung tot gehängt. Viel Unkunst, ja Schmieriges und Gemeines ist mit Besten gepaart. Der Ungebildete, rasch Durcheilende, vermag häufig Gold vom Dreck nicht zu scheiden. Das ist sehr traurig und sehr verderblich. Bald mehr. Mit guten Grüßen euch beiden. Dein Hans Fehr. Genau, also Nolde besucht die Ausstellung in München erst sehr, sehr spät und er bekommt aber sehr, sehr viele Briefe zugesandt, bittet seine Freunde auch um Briefe, die die Ausstellung sich anschauen und wartet und bekommt dann auch Rückmeldungen. Und das sind teilweise sehr, sehr beschreibende Rückmeldungen, wie beispielsweise von Hans Fehr. Was Nolde aber auch zu der Zeit bekommt, ist zahlreiche bewundernde Briefe. Von Menschen beispielsweise, die sich zum ersten Mal mit der Kunst Noldes vertraut machen, wie beispielsweise Bernhard Sprengel, der ja dann sich zu einem der wichtigsten Nolde-Sammler auch in der Zeit entwickelt hat, der hat Nolde erst auf der entarteten Kunstausstellung kennengelernt. Und auch die Schriftstellerin Luise Rinser schreibt, von all den Hunderten von Menschen, die ihre Bilder sehen, hört man kaum ein abfälliges Wort. Viele Gesichter sind stumm und bewegt und ergriffen, viele Ausländer auch. Die Ausstellung ist ja dann durch ganz Deutschland auch getourt und Nolde
hat zu dem Zeitpunkt ja noch ein ganz praktisches Problem gehabt. Beispielsweise war das große neunteilige Werk Das Leben Christi, das hatte er im Volkwang-Museum als Leihgabe gehabt und es ist quasi noch immer sein Privatbesitz gewesen. Die Nationalsozialisten hatten nachträglich, also nach der Beschlagnahmungsaktion, ein Gesetz erlassen, was nachträglich die Beschlagnahmung in den deutschen Museen legitimiert, allerdings auch die Verfügung in diesem Gesetz getroffen, dass Ausländer ihre Werke zurückbekommen konnten. Und darauf hat sich Neude dann auch bezogen und Neude war ja ab 1920 durch die Abtrennung Nordschleswigs dänischer Staatsbürger, hat die dänische Staatsbürgerschaft auch bis zu seinem Tod beibehalten und er schreibt dann 1938 diesen Brief an Goebbels mit "Meine Kunst ist deutsch, stark, herb und innig, das ist alles, was Sie kennen" und versucht da drin auch einfach nochmal seine Loyalität gegenüber dem politischen Machthaber zum Ausdruck zu bringen. Und erstaunlicherweise ist es so, dass Neude dann auch seine Werke zurückbekommt. Anfang 1939 sind die Werke dann wieder bei ihm in Sebel und erstaunlicherweise, die Ausstellung Entartete Kunst verändert sich auch im Laufe der Zeit. Am Anfang war das eher wirklich auch eine Sport- und eine Häme-Ausstellung, aber je länger sie lief, umso musealer wurden die Werke auch wieder ausgestellt. Also die Schriftzüge veränderten sich, die Werke wurden mit mehr Luft gehangen und obwohl Neudes Kunst ja nach wie vor noch von Hitler nicht anerkannt war, ist es dann so, dass ab der Salzburger Ausstellung, die im Oktober 1938 die entartete Kunst gezeigt hat, da waren keine Neude-Bilder mehr in der Ausstellung Entartete Kunst. Und ein Grund war sicherlich auch, man hatte im Juni 1939 bei der Galerie Fischer in Luzern ja, die große Auktion, wo die Meisterwerke aus den Museen gegen die Wiesen ins Ausland versteigert worden sind. Aber von Neude hatte man ja immerhin 1052 Werke, wenn auch davon weitaus mehr die Hälfte nur Druckgrafik gewesen ist, die das Museum Volkwang in Essen erst 2 Jahre vorher angekauft hatte. Man hätte nach wie vor noch Neude zeigen können. Und Neudes beziehen das auf ihre ganzen Anliederungsversuche und so berichtet dann Ada ihren Freunden: "Wir haben gekämpft und viel erreicht. In der Entarteten ist nichts mehr von Neude und sein Name darf nicht mehr mit dieser Verbindung genannt werden." Also auch da ist es spannend, was im Laufe dieser Zeit auch passiert. Ganz prominent ist Christus und die Sünderin oder die Sünderin von Neude, ein Ölbild, was die Nationalgalerie in Berlin angekauft hatte. Das verschwindet dann auch in der dritten oder vierten Auflage von dem Ausstellungsführer und da sind dann auch keine Neude-Werke mehr zu sehen. Das bedeutet also, dass wirklich alles auf Hitler hinauslief, der sozusagen ja oder nein, also wie Kaiser Nero, leben oder nicht leben, beschied. Genau, also ich finde, es ist Irrsinn, mit was sich damals alles beschäftigt wurde. Gerade wenn man sich überlegt, dass den Ausländern einfach die Möglichkeit gegeben wurde, dass sie ihre Werke, die beschlagnahmt worden sind, wieder zurückbekommen konnten. Und das ist letztendlich auch der Grund gewesen, warum Goebbels dann die Werke von Neude zurückgegeben hat. Dieses vorhin erwähnte Werk, Die Sünderin, das ja in dieser entarteten Kunstausstellungen eben bis zum Schluss immer dabei war, dann nicht mehr, wurde dann eben in diese Auktion in der Luzerner Auktionshausgalerie Fischer gegeben, wo ja großartige Bilder auch von Van Gogh und anderen versteigert wurden. Und dieses Bild hat dann dort sein Freund Hans Fehr, der zu der Zeit dann schon wieder in Bern lebte, erworben. Und ich zitiere kurz aus dem Schreiben von Emil Neude an Hans Fehr, der davon natürlich erfährt und schreibt: "Mein lieber Freund, auf dem Bild der Sünderin ist die Christusgestalt etwas herber und mehr außergewöhnlich als auf anderen Bildern. Vielleicht im Gegensatz zu der reicheren weiblichen Figur. Meistens ist Christus auf jedem meiner biblischen Bilder etwas anders. Auf dem Abendmahl ist das Kopfhaar rötlicher, auf der Grablegung blau-schwarz. Als ich vor einem Monat dir schrieb, war die Zeit außergewöhnlich ernst und voll Spannung. Das ist 5.10.39. Und was ist alles geschehen in diesem Septembermonat? Ich weiß nicht, ob ihr in der neutralen Schweiz es alles ebenso stark miterlebt, als wir hier im aktiven Deutschland es tun,
wo Männer und Söhne einberufen sind, wo Mütter und Frauen bangend erwartungsvoll den Kämpfen folgen, täglich Nachrichten erwarten, große bewegende Nachrichten und in den einzelnen Fällen schwere traurige. Die Welt will und kann nicht stillstehen. Das hat sie nie getan. Ist es gegenwärtig das große Weltgeschehen, wo die autoritäre Regierungsform die demokratische überflügelt, wo die jungen und mittellosen arbeitenden Völker die älteren und satten kapitalistischen überwindet? Die Zeit, wo von Grund auf die Machtverhältnisse sich ändern? Ich bin dieser Meinung. Welche Züge aber und Brechungen sind erforderlich, bis es soweit sein wird? Und wird es geschehen ja zugleich oder noch nicht? Es sind, lieber Freund, mächtig große und stark bewegte Zeiten, die wir erleben. Ganz interessant finde ich den Zusammenhang 1914, wo eben auch August Macke und Franz Marc überzeugt zu Felde gezogen sind, im Grunde genommen die Reinigung eines verkommenen großen Volkes ersehnt haben. August Macke ist 1914 gefallen und 1916 folgte ihm Franz Marc. Also beide haben ihr Leben für diese Reinigung gelassen. Und irgendwie klingt sowas Ähnliches hier auch durch. Fast erschreckend. Ehrlich? Oder erschreckend, ja. Nicht fast. Ja, ich glaube, es ist wirklich diese allgemeine Kriegsbegeisterung, die da auch durchdringt. Aber mir ist noch ein wichtiges Anliegen, noch einmal auch über die religiösen Bilder zu sprechen, gerade auch über die Sünderin, die Michael ja eben auch genannt hat. Es ist so, dass die religiösen Bilder im Neues Werk ja eine sehr, sehr wichtige Werkgruppe bilden. Er bezeichnet sie als seine biblischen und Legendenbilder. Neule führt darüber eine Liste und die religiösen Bilder gehörten bereits im Kontext ihrer Entstehung zu den meist diskutiertesten und meist kritisiertesten. Und nicht umsonst standen auch so viele davon dann im Zentrum der Ausstellung gegen die entartete Kunst. Nolde verknüpft aber im Lauf der Zeit des Nationalsozialismus ein persönliches Märtyrertum mit den Gemälden. Und er stellt sich als doppel angefeindetes Genie dar und er schreibt im Jahre der Kämpfe: Es bedarf eiserner Charakterstärke, um ruhig zu bleiben, wenn ein Maler einerseits von den Juden verfolgt wird, weil er sie als Juden malt, und andererseits von den Christen bekämpft wird, weil sie Christus und die Apostel als Arier gemalt sehen wollen. Und für Nolde ist es so, dass er 1933 sein letztes religiöses Motiv erstmal malt, eine Anbetung. Es ist so, dass das Bild hat er gleiche Thematik bereits 11 Jahre zuvor gemalt. Allerdings 1933 in der Anbetung bekommen die Putti, die da rumschwimmen, schwirren auf einmal blonde Haare und auch das Christuskind bekommt auf einmal blonde Haare. Und Nolde malt dann für 18 Jahre lang keine religiösen Bilder mehr. Und was in dem Moment auch relativ deutlich ist: Auf der einen Seite, die Bilder haben natürlich von den Nationalsozialisten, sind sie mit am stärksten verfolgt worden, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Nolde schlicht keine Juden mehr malen wollte. Das muss man bei den religiösen Bildern zu der Zeit auch einfach mitbedenken, weil er über diese Bilder, in denen er die Juden nämlich als Juden gemalt hat, natürlich das Thema der Juden auch in die Öffentlichkeit einbringt. Und das ist für ihn dann der Moment, auch teilweise Werke umzubenennen. Beispielsweise ein Gemälde von 1929, Maria Empfängnis, wird auf einmal in Ekstase umbenannt. Und wird das sogar? Ekstase. Ekstase? Ekstase, ja. Und ich habe selber 2011, 12. Ja, es ist, also Maria ist da sehr, sehr freizügig und es schwebt von oben so ein Kreuz heran und das ist ein sehr, sehr provokantes Motiv. Das Bild ist auch kaum ausgestellt worden. Und wir hatten es 2011, 12 in Berlin, haben wir eine Ausstellung über die religiösen Bilder gemacht und ich konnte mir das damals nicht erklären. Warum nimmt Nolde auf einmal Werke aus dieser doch so wichtigen religiösen Liste raus, streicht es durch? Sie wissen, Nolde hat die Ölbilder auf dem Keilrahmen, auf der Rückseite bezeichnet, da ist auch durchgestrichen und wir haben diese Leerstelle immer hingenommen.
Aber durch diese Forschungserkenntnisse wissen wir einfach, dass er in diesem Zeitpunkt keine religiösen Bilder mehr gemalt hat, weil er keine Juden mehr malen wollte. Worauf sich Nolde dann aber auch bezieht, ist, er versucht natürlich zu überlegen, er merkt, bei Hitler und bei den Nationalsozialisten kommen halt die Figurenbilder irgendwie, die er malt, nicht so richtig gut an. Er besinnt sich dann darauf, dass er zwar auch Figurenbilder schon mal gemalt hat, nämlich als Ada ihm 1906 und 1912-13 aus den isländischen Heldensagen vorgelesen hat. Da gibt es wunderbare Folgen von Wikingern, die Nolde gemalt hat. Und dann entstehen ab 1938 verstärkt Ölbilder mit Wikinger- und Helden-Thematik. Das Problem bei diesen Bildern ist, es hat sich lediglich ein Ölbild bei uns im Bestand erhalten. Andere waren nach Teupitz ausgelagert und sind dann dort 1945 auch verbrannt worden. Doch haben wir ungemalte Bilder, die für die Ölbilder die Vorlagen gewesen sind, und wissen also, dass anstelle der religiösen Bilder treten auf einmal die Wikingerbilder wieder in Noldes Vordergrund. Sie nehmen den Platz der religiösen Bilder ein. Natürlich auch im Kontext von der Germanenverehrung, die die Nationalsozialisten vorangetrieben haben. Nur knapp eine Stunde von Sebel entfernt ist bei Schleswig-Heiterhoe eine ganz wichtige mittelalterliche Ausgrabungsstätte, die in den 30er Jahren von Himmler zu einer der bedeutendsten Stätten in der Zeit erklärt worden ist, 2018 und auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und das war Nolde also alles sehr, sehr bewusst und sehr, sehr klar. Und in dem Moment versucht es den Nationalsozialisten etwas leichter zu machen, sich auf seine Kunst einzulassen, indem er nämlich Wikinger malt. Ich übrigens finde diese Bilder erschreckend schwach, wenn ich sie, also jetzt mir nochmal vor Augen führe, die sind im Augenblick in Berlin alle gut sichtbar. Ich glaube, das erste Mal, ich habe es irgendwann ganze Gruppen von, also es fehlt irgendwo, finde ich, dieses irre Feuer. Wenn wir mal hinter uns gucken, eins meiner Lieblingsbilder sind diese zwei Mädchen, die wir hier im Vordergrund sehen, auch blond, rotblond, haarige, blauäugige. Und im Hintergrund ist noch auf der rechten Seite, also hier auf der linken Seite von Ihnen gesehen, ganz dunkel der Mann zu sehen, der also sozusagen dämonisch, irgendwo mystisch vom Hintergrund herauskommt. Für mich höchste Qualität von Emil Nolde, und das ist dann plötzlich futsch. Und was ich ihm aber zugute halten möchte, und ich mal annehme, dass vielleicht diese Thematik irgendwie so abgedroschen war und das alte Testamentarische eben doch eine andere Geschichtsqualität, Inhaltsqualität hat. Er hat ja seinen Malstil nie verändert. Er hätte ja auch dem Hitler ein bisschen entgegenkommen. Absolut, also von seiner Ausbildung bzw. von seinem künstlerischen Können hätte das Nolde locker gekonnt, aber er war nicht einen Millimeter bereit, von seiner Malerei her abzuweichen. Und das ist für uns ja heute das Gute, was ja auch letztendlich die Stärke von Noldes Kunst auszeichnet. Er hat sich einfach an seiner Entwicklung da nicht verändert. Das Irrsinnige ist, er hat versucht, Hitler davon zu überzeugen, dass seine Kunst die deutsche, germanische Kunst ist. Aber letztendlich hat er sich von seiner Technik, von seinem Farbauftrag überhaupt nicht verändert. Aber ich gebe dir völlig recht, die Bilder sind, sie sind natürlich ein Stück weit konstruiert, weil es ihm da auf einmal auch drauf ankam, nämlich irgendwas mit Wikingern, mit Helden und mit Sagengestalten zu machen. Bei dem Aquarell hier oben, das ist alleine aus der Farbe geboren. Da hat Nolde nachgeschaut und hat sich drauf eingehen lassen, was entsteht denn da, wenn ich die Farben zusammenmische. Und daraus sind dann die Gesichter und die Strukturen geworden, die dann ganz leicht mit dem Pinsel bzw. mit einem Stift dann vielleicht noch rundherum die Konturen gesetzt hat und dann bei dem rotblonden Haar da einfach das Ganze nochmal verstärkt hat. Das ist Noldes Kunst pur. Er wächst aus ihm selber heraus und hat mit der Schwere dieser kleinen anderen Aquarelle wenig zu tun. So, ich hatte ja gesagt, es sollte nicht länger als eine Stunde werden. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde und es gibt noch wahnsinnig viele Fragen. Ich habe mir natürlich die beste für den Schluss aufgehoben. Wir werden dann auch noch mal ganz kurz einen Satz zu dem Marktentwicklung von Nolde sagen, eine Aussicht aus unserer persönlichen Sicht von Beck und Eggeling. Aber zuerst die Frage der Fragen. Wer steht hinter dem Abhängen der Bilder im Bundeskanzleramt? Das war ja nicht die Angela.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sage es gleich zu Beginn, ich kann es leider nicht beantworten. Es ist so, dass wir für das Gemälde, ich sage es ganz bewusst, für das kleine Gemälde Brecher, die Leihanfrage haben wir bereits vor 2 Jahren gestellt. Und es war bis kurz vor Schluss war eigentlich offen, ob das Gemälde in die Ausstellung kommt oder nicht. Wir haben schon eine Reproduktion da gehabt und wir waren gerade im Aufbau und da ist dann die Pressemitteilung des Bundeskanzleramtes gekommen, dass nicht nur das Gemälde Brecher, sondern auch Tersens Blumengarten, ein wunderbares Ölbild aus dem Jahre 1915, was auf der Ostseeinsel Alsen entstanden ist, abgehangen wird und dass auch der Brecher nach dem Ende der Ausstellung nicht wieder in das Büro der Bundeskanzlerin zurückkommt. Wir bekamen als Information nach außen zu sagen, bei Fragen wendet man sich doch dann bitte an das Presseamt des Bundeskanzleramtes und das haben auch einige Journalisten gemacht. Die haben aber auch keine Antworten auf ihre Fragen bekommen und als ja dann sehr schnell sollten es ja dann 2 Schmidt-Rottluff-Ölbilder sein, die man dann vorgeschlagen hatte. Da guckte dann aber auch jemand in die Bücher und hat festgestellt, dass Schmidt-Rottluff im Kontext des Ersten Weltkrieges auch mal 2 Sätze gegen Juden gesagt hat und dann war Schmidt-Rottluff auch durchgefallen und insofern sind die Bände ja im Moment weiß und ich glaube, sie bleiben auch noch 2 Jahre weiß. Aber ist es nicht so, dass die Nationalgalerie da federführend ist, was dort hängt? Oder ist es Frau Krütters? Oder es muss doch jemanden geben, der... Oder sollte ich jetzt mal vielleicht? Vielleicht wende dich einfach hin. Also ich kann hier wirklich nicht sagen, wie die Kommunikationsstrukturen da laufen. Was ich hier sagen kann, ist, dass das Bundeskanzleramt seitens uns von Sebel seit 2014 regelmäßig über die Forschungserkenntnisse informiert wurde, sei es durch das Zusenden von Katalogen oder auch anderen Informationen. Und was für mich das Spannende war, dass das Ganze ja 2 Wochen vor der Ausstellungseröffnung gewesen ist und zu dem Zeitpunkt, die Kataloge waren noch nicht publiziert, ja, man wusste über die Gliederung der Ausstellung, wie das Ganze kommt, aber es gab eigentlich keinen Stein des Anstoßes, warum der Brecher abgenommen wird. Und als ich ihn dann in der Ausstellung gesehen habe, das war ich erstaunt. Also ich habe immer gedacht, der Brecher wäre ein größeres Bild. Man kannte es ja von manchen Aufnahmen dort bei ihr aus dem Büro. Und dann muss ich auch sagen, in der Presse wurde das dann auch als martialische Welle beschrieben. Da kann ich nur sagen, schaut euch mal andere neue Bilder an. Und es ist eine harmlose Welle, die da ranrollt, nicht besonders stark. Ich wurde auch viel gefragt, wie ich dazu stehe und das, was ich auch hier jetzt sage, das Bundeskanzleramt muss in meinen Augen eine Haltung dafür entwickeln, was für Kunst dort ausgestellt wird. Im Gegenzug, als die Mitteilung des Bundeskanzleramtes rausgekommen ist, hat mich unsere schleswig-holsteinische Kultusministerin angerufen, Frau Prien, und sie hat gesagt, Ring kriege ich einen Neude von Ihnen für mein Büro. Und den kriegt sie. Sie kriegt ein Mehrbild auch. Wir haben drüber gesprochen. Allerdings ein Mehrbild aus dem Jahre 1951, weil im Jahre 1951, der Brecher ist von 36, zu dem nicht unser Bestand, weil man in diesem Bild einfach noch mehr an Neule und an Geschichte erklären kann. Für mich ist es wichtig, dass wir die Situation analysieren, darüber diskutieren, das, was wir auch heute hier machen. Und dann dieser Akt des Abhängens ist in dem Moment eigentlich dann nebensächlich. Und ich glaube, und da freue ich mich auch, dass Frau Prien in Schleswig-Holstein das ebenso sieht wie ich auch, Nolde ist mit seiner großartigen Kunst ein Botschafter von Schleswig-Holstein in Deutschland und Deutschlands in der Welt. Er ist aber auch gleichzeitig ein Beispiel für den Umgang mit der eigenen Geschichte im Nationalsozialismus. Und genauso auch die mit ihm verbundene Stiftung, für die ich hier heute stehe. Wir sind ein typisches Beispiel im Sinne von deutscher Nachkriegsverdrängung. Und ich glaube, es braucht einfach ein Stück Zeit, bis man sich damit intensiv beschäftigt. Und Florian Illies hat es bereits vor vielen Jahren einmal geschrieben, dass erst wenn man neu das ganze krude Widersprüchlichkeit erkennt, dann wird man seiner Kunst erst wirklich gerecht. Und ich glaube, das ist auch, für mich ist es heute eine unglaubliche Befreiung, dass in diesen 2 dicken Wälzern die ganzen Informationen über Nolde drinstehen. Das ist die eine Seite von Nolde. Aber die andere Seite, und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich von Sebel komme oder weil wir hier vor einer Nolde-Wand stehen, die Qualität von seiner Kunst, die bleibt auch bestehen. Das war damals auch die Diskussion, die wir im Kuratorium geführt hatten, wo ich gesagt habe,
Aber Nolde bleibt doch großartig. Das ändert sich doch nicht daran. Ich glaube, wir sind jetzt heute noch viel befreiter auch einfach. Wir können diese Kunst noch viel intensiver genießen, weil wir auf der einen Seite den Menschen Neule jetzt wirklich durchschaut haben. Joachim von Lepel hat einmal geschrieben, dass Neules Kunst so umfänglich ist, dass wir sie wohl bis zum letzten Geheimnis, zu dem wir nie vordringen werden. Aber jetzt mit dieser Ausstellung in Berlin kommen wir diesem letzten Geheimnis von Neule so nah wie nie zuvor. Und das ist ein unheimlich großes Geschenk. Ich glaube, dazu sage ich nichts mehr. Vielen Dank. Das war ein tolles Jahr. Trotzdem möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, wenn jemand eine brennende Frage auf der Leber hat, gerne jetzt die Gelegenheit nutzen. Können Sie so raussprechen? Verstehen wir Sie so? Haben Sie so eine kräftige Stimme, dass wir Sie für, oder wollen Sie das Mikrofon haben? Ich dachte, es geht. Gut. Ja. Inwiefern hat das denn die Diskussion innerhalb der Kunsthistoriker, der Experten verändert, dass durch das Abhängen der Bilder in Kanzleien, ist das denn da in die breite Öffentlichkeit geraten? Und inwiefern hat das die Diskussion verändert? Es hat die Diskussion insofern verändert. Also einmal was Neue anbelangt, das war vielen Kunsthistoriker-Kollegen schon eher klar, das war immer das, was ich gehört habe, naja, wir wüssten ja immer schon viel und was allerdings die Kollegen auch alle gleichzeitig gesagt haben, ist, wenn, oder die Frage, die ja dann aufgekommen ist, muss Neule jetzt auch im Museum abgehangen werden. Und, aber ich glaube, wenn wir das tun würden, dann wären die Museen heute arg leer, weil wir ja dann jeden Künstler eigentlich hinterfragen müssten, ist es jetzt ein Demokrat gewesen, wie war seine Haltung zu Frauen. Michael Beck hat es gesagt, was machen wir mit Kirchner, was machen wir mit Balthus, wie gehen wir mit Caravaggio um. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Diskussion, wenn wir die wirklich in diese Breite führen. Ich möchte davon nicht von Neude ablenken, aber ich glaube, das macht uns dieses große Gut einfach nochmal bewusst, dass wir die Kunstwerke als autonome und freie Werke sehen müssen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Okay, dann vielleicht nochmal. Vielleicht habe ich es ja auch nicht verstanden. Aber kann ich. Wurden Sie dann dadurch nochmal mit anderen Fragen konfrontiert, dadurch, dass Sie auch in der breiten Öffentlichkeit sich damit beschäftigt haben, mit Fragen, mit denen Sie sich vorher nicht so gesehen haben? Also ich glaube, ich hatte in den letzten Jahren so fast alle Fragen von Museum schließen bis alles Mögliche. Das, was ich aber von vielen als Rückmeldung bekommen habe, insbesondere von kleineren Institutionen, von kleineren Stiftungen, ist, die mich einfach gefragt haben, ja, wie habt ihr das denn in Sebel gemacht? Wie seid ihr denn damit umgegangen? Wir haben da auch noch unsere Leichen im Keller. Und könnt ihr uns da helfen, dass wir, wie wir das auch aufdecken? Und das fand ich einen unheimlich wunderbaren Zuspruch, auch den Kollegen da Mut zu machen, ja, geht offen mit der Geschichte um, bringt die Sachen auf den Tisch. Und das waren für mich die Fragen, über die ich mich dann auch gefreut habe. Ich? Aber, das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber dürften wir heute Leute voll finden, denn damals Hitler, sich hätte überzeugen lassen sollen, Hitler voll finden? Da antworte ich Ihnen gern drauf. Ich glaube, wir müssen überlegen, dass Hitler beispielsweise auch die Kunst von Albrecht Dürer toll gefunden hat oder von Arnold Böcklin. Und wie würden wir, wenn wir dieses Schwert so über die Kunst brechen, dann dürften wir Dürer nicht mehr toll finden, wir dürften Böcklin nicht mehr toll finden. Wir müssten eigentlich alle Werke, die für das Führermuseum in Linz vorgesehen waren, die müssten wir ablehnen. Und ich glaube, darüber sind wir hinweg. Vertrauen wir auf unser eigenes Urteil. Und das ist auch etwas, was mir nochmal wichtig ist, im Kontext auf die Berliner Ausstellung zu sagen, wir erheben, das haben wir ganz bewusst nicht gesagt, irgendwie moralischen Zeigefinger, wir verurteilen Neule nicht. Wir geben aber auch keine Lesrichtung vor, wie die Besucher mit den ganzen Informationen umgehen sollen. Sondern was uns wichtig ist, dass wir Sie als mündige Museumsbesucher, als Ausstellungsbesucher, auch einfach ein Stück weit vielleicht auch allein mit den Informationen lassen, aber so, dass sie selbst darüber zu einem eigenen Urteil kommen. Und
Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, die Stiftung hat 60 Jahre lang gebraucht, um sich zu öffnen. Heute stehen wir für einen offenen und freien Diskurs. Wir haben die Deutungshoheit über Nolde abgegeben. Und ich will ungern als Direktor der Nolde-Stiftung eine neue Lesart vorgeben, wie Nolde zu lesen ist. Ich habe eine ganz klare Haltung dazu, das habe ich eben, glaube ich, auch gesagt. Aber ich freue mich eigentlich darauf, dass wir jetzt uns wieder der Kunst auch mal von Nolde wirklich widmen können. Michael Beck hat es vorhin gesagt, bei den ungemalten Bildern, eigentlich stand ja immer nur die Heldengeschichte im Vordergrund, die den Bildern so eine besondere Weihe ja, verliehen hat. Aber schauen wir doch mal wirklich hin, wie großartig diese Arbeiten gemalt sind. Die sind nach wie vor einzigartig in der Kunstgeschichte und das bleiben sie. Und ich glaube, dass wir viel dichter jetzt auch an Noldes Werk und auch wirklich an den Kern von seiner Kunst kommen. Und insofern nochmal, um Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, dass man kann nicht, ich glaube, in unseren Köpfen ist es so, dass wir immer noch alles, was mit Nationalsozialismus verbinden, dass das schwarz ist, dass das dunkel ist, dass das schlecht ist und dass auf der anderen Seite das Weiße und das Reine ist, das Gute. Und davon müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Unsere Geschichte ist nicht eindimensional. Und das ist für uns schwierig, teilweise auszuhalten, weil wir auch zwischen allen Stühlen manches Mal damit stehen. Aber ich glaube, wenn wir das machen, in diesem Bewusstsein, vielleicht auch manches Mal gar keine Entscheidung dazu treffen, dann werden wir der Kunst auch wirklich gerecht und auch der Geschichte. Wie geht's weiter? Ich weiß es nicht. Wolfgang, du warst, glaube ich, der Erste. Über den künstlerischen Wert wurde noch nicht eindeutig gesprochen, über die Frage, wie sagt sich das dann jetzt in der Galerienszene auf die Markt aus? Werden die Helfen bei Steigerung neue Bilder? Ja, ich habe das also analysiert natürlich. Also es ist so, dass letzten Dezember zwei großartige Aquarelle für unwahrscheinliche 600.000 US-Dollar in New York und London versteigert wurden. Und jetzt letzten Monat bei den Auktionen in USA bei Christie's Sotheby's die Bilder wirklich unverkauft blieben. Jetzt sind ja aktuell wieder die Auktionen bei Griesebach, Lempertz, Van Hamm. Da ist es durchmischt, da wurde zum Beispiel ein Blumenaquarell, ein kleines, von 40 auf 82.000 hochgesteigert. Aber es ist schon, würde ich sagen, verhalten und jetzt kann ich mir natürlich schon vorstellen und nachvollziehen, dass es so eine Art Verunsicherung gibt. Und man sagt, ach ja, lieber mal nicht. Also es ist jetzt absolut der Käufermarkt. Sie müssen jetzt also einsteigen. Jetzt kriegen Sie die... Ja, nein, das ist also, das ist nicht... gar nicht, weil, was Sie gerade gehört haben, wir sprechen im Augenblick natürlich von so einer, sagen wir mal, es wird in der Presse auch Hysterie genannt, von einer moralischen Überreaktion und das künstlerische Werk und diese außerordentliche Qualität, die wird stehen bleiben und in einem Jahr, zwei, drei Jahre wird man nicht mehr diesen Aspekt damit reinnehmen. Das ist jetzt unsere persönliche Meinung. Wir können nicht in die Zukunft sehen, aber ich glaube, wenn wir vernünftig das hier analysieren, ich kann auch noch mal kurz etwas sagen. Ihre Frage war sehr, sehr, sehr klug. Diese Aktion des Weghängens war wahrscheinlich nicht ganz überlegt gemacht, weil das war wirklich die Aktion, die am meisten Außenwirkung hatte. Ich bin zum Beispiel im Kurator der Fondazione Anna und Gabriele Braglia in Lugano, die bei uns alleine 12 Nolde-Aquarelle gekauft haben. Und als ich jetzt letzten Monat dort erschien, war die erste Frage, warum hat eure Kanzlerin die Bilder weggehängt? Das ist das Einzige, was sie mitbekommen haben. Wir haben auf der TFAF in New York ausgestellt und da war dieses Aquarell und ich alleine hatte mindestens 30 Gespräche und kein einziger hat mich irgendwie auf dieses Thema angesprochen. Also in der New York Times war, glaube ich, ein doppelseitiger Artikel, also das hat jeder dort lesen können, aber kein Mensch hat mich da angesprochen. Also auch dort ist es wirklich, ich habe natürlich gedacht, da kommt jetzt diese, ja, was ist mit den Nazi-Nolde, kann man das überhaupt noch kaufen? Und ich hätte gerne diese Diskussion gehabt, aber ich hatte niemanden zum Sprechen. Aber vielleicht noch zwei Sätze dazu, zu dem Artikel in der New York Times. Was ich wirklich manchen Journalisten sehr, sehr hoch dort anrechnen muss, es wurde sich viel Zeit gelassen. Es wurden viele Gespräche mit uns Kuratoren oder auch mit mir gesucht. Und im ersten Moment war ich natürlich auch, wusste ich auch nicht so wirklich, was ich mit dem nicht wieder Aufhängen der Nolde-Bilder im Bundeskanzleramt anfangen sollte. Im Nachgang bin ich der Situation sehr, sehr dankbar, weil wir haben dadurch
eine so große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Die hätten wir durch keine Anzeige hinbekommen. Du hast dahinter gestanden. Ich war nicht dahinter, weil was mir einfach sehr wichtig ist im Kontext der ganzen Ergebnisse, ich möchte einfach nicht mehr, dass jemand sagen kann, ich habe davon nichts gewusst. Ich glaube, dafür ist jetzt diese Ausstellung wirklich das Zeichen, wenn man das jetzt hier alles verschlafen haben sollte, diese Zeit, dann weiß ich es auch nicht. Mehr Aufklärungsarbeit und mehr Transparenz können wir da, glaube ich, auch nicht zeigen. Vielleicht nochmal ein Satz auch zum Ausstellungsort Hamburger Bahnhof. Da die neue Nationalgalerie, der Mies van Rohebau, wird ja saniert und deswegen ist sozusagen als Schaufenster im Hamburger Bahnhof dort auf einer Etage die sogenannte Neue Galerie, wo in den letzten Jahren immer der Expressionismus gezeigt wurde. Sonst ist der ganze Hamburger Bahnhof ja voll zeitgenössische Kunst und man muss ja da auch durch diese Preußsteine gehen, um zur Neude zu gelangen. Und das merkt man auch bei den Besuchern. Es sind unheimlich viele junge Menschen in dieser Ausstellung. Und das sind viele Menschen, die sich auch mit Neude noch nie auseinandergesetzt haben, vielleicht Neude mal von einem Kalender her bei ihren Eltern oder Großeltern gekannt haben und die jetzt auf einmal Neude für sich entdecken. Man merkt das auch, wenn man die sozialen Medien so ein bisschen verfolgt, steht dann da, ja, interessante Geschichte über unsere deutsche Vergangenheit mit Neude. Auf der anderen Seite wird dann dort auf einmal ein großartiger Künstler auch neu entdeckt von einer neuen Generation. Und das, finde ich, ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Es geht ja auch darum, Neude in die nächsten Generationen zu tragen. Und wir sind ein Künstlermuseum, wir machen nur Neude jedes Jahr und setzen ihn auch immer wieder mal in Kontexte mit anderen Künstlern. Aber das, glaube ich, ist das Faszinierende von Neude. Neude hält das Stand. Seit 1957 machen wir unsere Ausstellungen in Sebel und weltweit. Wir sind jetzt Ende des Jahres noch in Turku mit einer großen Retrospektive. Wir waren letztes Jahr in Irland und in Schottland. Und uns gelingt es immer wieder, mit seinen Werken auch die Menschen zu erreichen. Das zeichnet für mich auch die Stärke von Neudes Kunst aus, die insofern auch auf Dauer Bestand haben bleibt. Mach da mal weiter. Ja. Da kommen noch ein, zwei. Habt ihr alle im Auge? Doch. Also wir haben im Ohr Expressionismus gleich entartete Kunst und die generelle Gegnerschaft des Dritten Reichs. In Bezug auf Neude scheint mir das ja immer jetzt hineingedacht in die NS-Kulturideologen nicht so völlig zwingend. Dass sie sich an den religiösen Bildern verbeißen, ist unheimlich naheliegend. In Bezug auf Blumen, Landschaftsbilder nicht unbedingt zwingend. Also auf die Frage jetzt kommt, war das tatsächlich ein solches Generalverdikt oder konnten die Museen mit ihren Beständen, Volkwagen, Molsburg, wo auch immer, differenzieren, sprich blieben möglicherweise aus deren Sicht harmlose Bilder noch länger dort in den Museen? Was man in den 30er Jahren angefangen hat zu tun, ist, dass man die Neude-Werke, die man in der Sammlung hatte, ausgetauscht hat. Dass beispielsweise die Figurenbilder sowohl für Berlin, weiß ich es, ich weiß es auch genauso für die Hamburger Kunsthalle, die Figurenbilder wurden abgehangen und stattdessen kamen dann eher Landschafts- und Blumenmotive in die Ausstellung hinein. Wenn man gedacht hat, naja, damit kommt man vielleicht noch, irgendwie kann man so den Expressionismus noch so ein bisschen retten. Aber das hat dann letztendlich alles, trotzdem die Aktion Entartete Kunst 1937 hat das nicht gehindert. Susanne? Ich habe sehr gut zugehört. Ich bin ein Fan von Emil Nolde. Nichtsdestotrotz war er für mich nicht mutig genug in seiner Zeit. Und deshalb schließt sich die Frage für mich an, warum sind Sie jetzt so mutig, endlich mal an die Öffentlichkeit heranzugehen, was einige Vorgänger in ihrem Museum nicht getan haben. Ich habe sehr viel zugehört, was Sie gesagt haben und Sie haben auch fast schon partiell meine Frage beantwortet, aber ich möchte Ihnen einfach Respekt zollen, dass Sie jetzt an die Öffentlichkeit rangehen und die Vergangenheit von Neude ein bisschen mehr publik machen. Und deshalb möchte ich Ihnen einfach meinen Respekt zollen. Toll, dass Sie das machen. Dankeschön. Frau Häuser? Achso, genau, ich habe okay. Gab es eine Frage? Genau. Warum sind Sie so mutig?
Am Anfang bin ich ganz ehrlich, es war pure wissenschaftliche Neugier, die mich dazu getrieben hat, auch das Archiv zu öffnen, was für mich als Wissenschaftler, ich habe meine Doktorarbeit über den zweiten Direktor der Hamburger Kunsthalle geschrieben, ich saß 2 Jahre lang nur im verstaubten Archiv und das hat für meine Arbeit als Wissenschaftler auch einfach dazugehört. Als ich im Laufe der Zeit wurden mir durch die intensiven Gespräche mit Aya Soiker und Bernhard Fulda die Dimensionen des Ganzen auch immer klarer. Was mir in dem Moment aber auch klar geworden ist, dass ich nicht für die damalige Zeit verantwortlich bin, sondern meine Verantwortung liegt darin, wie wir heute mit der Situation umgehen. Und das war für mich, da musste ich mich eine Sekunde überlegen, das war Offenheit und Transparenz. Okay, und Sie mussten aber auch mit einem Shitstorm umgehen. Wie sind Sie da persönlich mit umgegangen? Manches also hat sich ja auch direkt gegen mich persönlich gerichtet, das war schon so ein bisschen verletzend, damit musste ich irgendwie auch leben, weil ich für manche natürlich Nolde jetzt auch von seinem Sockel gestoßen habe. Aber letztendlich war es nicht ich, sondern Nolde hat sich letztendlich selbst vom Sockel gestoßen und insofern nehme ich diese ganzen Diskussionen jetzt hin. Ich freue mich, dass so viel über Nolde diskutiert wird und der Historiker Michael Wolfsohn hat das aus Berlin hat es eigentlich für mich ganz gut umschrieben. Es waren diese ersten 1,5 Wochen waren Tugendhysterie und jetzt besinnt man sich aber wirklich auch wieder mal auf die Fakten. Nämlich, was wissen wir, was sehen wir, wie gehen wir damit um? Und insofern waren das harte Wochen, und nicht ganz ehrlich, das hatte ich nicht so gedacht, dass das alles so kommt. Ja doch, das kann schon. Und, insofern, ich habe in Sebel ein ganz, ganz tolles Team um mich herum. Wir sind 27 Kollegen in Sebel und da bin ich jetzt schon der 4. Direktor, also denen ist egal, wer unter ihnen Direktor ist, und die gehen aber mit. Und die mussten also sich natürlich auch von liebgewonnenen Mythen verabschieden. Wir haben immer wieder drüber gesprochen und da bekam ich aber ganz viel Rückhalt, wo die Kollegen gesagt haben, ja Ring, machen Sie bloß weiter. Und genauso war es aber auch, wir sind in das eigentliche Vorstandsorgan der Stiftung, das ist ein 10-köpfiges Kuratorium, dem ich seit einigen Jahren auch angehöre. Und da sitzen halt auch einige Mitglieder drin, die seit 30, 40 Jahren Mitglied im Kuratorium sind. Und für die war das schon ein großer Schritt, weil die sich natürlich auch von liebgewonnenen Mythen verabschieden mussten. Und die haben mich natürlich auch gefragt, ja, macht das denn überhaupt Not? Wir wissen doch schon so vieles. Und die haben mir dann aber auch vertraut und haben gesagt, okay, dann machen Sie das weiter. Wir stehen hinter Ihnen. Und da finde ich, ist ein unheimlich großer Schritt auch von den Kollegen im Kuratorium, mir dann auch, der noch nicht so lange im Amt ist, da das Vertrauen zu geben, das zu machen. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und die Stiftung hat einfach unheimlich viel über sich gelernt. Aber wir haben jetzt wirklich auch mit unserer Geschichte abgeschlossen, weil es mir auch darum geht, ohne Mythen und ohne Legenden die Zukunft der Stiftung zu gestalten. Und da fühle ich mich im Moment gerade sehr, sehr frei. Ich bedanke mich für Ihre Antwort, weil die war so ehrlich. Und ich finde, man sollte sich nicht nur fragen, was jetzt als Sammler mit Ihnen in Nolde passiert. Geht es -20% oder -50% in 5 Jahren wieder +10%? Ich denke, man sammelt einfach Kunst, wenn man Kunst liebt. Danke. Ich mache auf der rechten Seite weiter, Herr Dr. Ristic. Eine Frage. Ich würde Sie um eine Einschätzung der Person Werner Haftner bitten. Er hat ja mit seiner Publikation ab 1958 sozusagen diesen Künstlermythos, also diesen Mythos von Kunstmärkte oder Nolde wesentlich mitkonstituiert gewissermaßen. Und das war natürlich ein Mythos, den auch dieses Nachkriegszeitdeutschland für sich brauchte. Ja? Und die Frage wäre jetzt, inwieweit war Werner Haftmann ein Kunsthistoriker, der Emil Nolde auf den Leim gegangen ist, oder eben Kulturpolitiker? Haftmann ist Nolde nicht auf den Leim gegangen. Sondern es ist so, als er die Biografie von Nolde geschrieben hat, hat ihn der Gründungsdirektor der Stiftung Joachim von Lepel gebeten, komm, lass die Sachen, was mit Nationalsozialismus zu tun hat, weg. Die Unterlagen haben sich im Staatsarchiv in Hannover erhalten. Kirsten Jüngling hatte sie als erste ausgewertet und Haftmann hat sich dann aber auch in der Folge weiter daran gehalten. Haftmann ist ein eigenes Forschungsprojekt. Ich hoffe, dass das zustande kommt. Das ist noch ein bisschen schwierig, weil sein Nachlass ist, glaube ich, noch nicht komplett zugänglich.
Und man muss hier überlegen, Haftmann war ja vor dem Zweiten Weltkrieg auch Mitarbeiter in Berlin gewesen. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg die erste Documenta kuratiert, war dann später wieder in Berlin und ist eine der schillerndsten Gestalten. Und wir hatten vor 2 Wochen in Berlin, gab es noch eine große Tagung über Kunst, Museen, Kunsthandel im Nationalsozialismus. Und man hat ja dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg weitere Ausstellungen deutscher Kunst im Ausland veranstaltet, um letztendlich auch Sympathien für die Deutschen mit guter deutscher Kunst wieder zu erreichen. Da war Haftmann auch dabei. Man hat letztendlich das gemacht, was man schon in den 20er Jahren gemacht hatte. Die Franzosen haben es damals auch gemacht und man versuchte gegen die französische Kunst auch anzukämpfen, indem beispielsweise Gustav Pauli in den 20er Jahren viele Ausstellungen in Skandinavien gemacht hat. Um auf Haftmann zurückzukommen, spannendes Thema. Ich hoffe, da gibt es bald eine große Forschungsarbeit. Dann, ja, die Dame dort. Eine Frage, so als Ergänzung, muss sich die Stiftung selbst, also eigentlich den Vorgängern auch die Frage stellen, haben wir auch weggeguckt, sie betonten, dass sozusagen wir weggeguckt haben, kein Interesse hatten, wir uns interessiert. Aber letztendlich sehe ich die Stiftung selbst hier auch in der Verantwortung. Und ich hätte eigentlich das gerne auch von Ihnen gehört, dass da doch nach dem Krieg sehr gerne Nebelgunst bewirkt worden, vielleicht eben auch aus merkantilen Gründen, um Herrn Molle eben noch auf dem Kunstmarkt eben diese Bedeutung zu geben, entsprechend auch den Wert seiner Kunst zu steigern. Ich finde, das wäre nochmal so ein kritischer. Absolut. Ich unterschreibe all das, was Sie gesagt haben. Die neue Stiftung hat, wir haben 2016 anlässlich des 60. Stiftungsjubiläums, haben wir eine große Pressemitteilung auch rausgegeben, wo die Stiftung eingestanden hat, dass es in der Vergangenheit zu deutlichen Fehleinschätzungen gekommen ist, dass man die Biografie von Emil Nolde nicht hinreichend dargestellt hat, dass man dort in der Vergangenheit deutliche Fehler gemacht hat. Allerdings auch mit dem Umkehrschluss, dass wir ab diesem Zeitpunkt wirklich offene Transparenz walten lassen, dass wir die Deutungshoheit über Nolde ganz offiziell aufgegeben haben. Sie wissen, es ist schwierig, man kann Nolde nur ein Noldewerk abbilden, wenn man bei uns in Sebel anfragt, wir sind Inhaberin des Urheberrechts. Und das sind alles Dinge, wie Stiftungen in den vergangenen Jahrzehnten letztendlich auch die Nolde-Publikationen mitgesteuert hat. Beispielsweise Kirsten Jüngling, die 2013 die erste Nolde-Biografie vorgelegt hat, die von einem Nicht-Sebüller geschrieben wurde, der war das damalige Arbeiten bei uns in Sebel im Archiv verwehrt worden. Sie hat keinen Zugang bekommen. Aber weil die Materiallage in anderen Archiven so umfassend ist, konnte sie dann trotzdem dieses Buch schreiben und es hatte wunderbar gepasst. Als ich mein Amt übernommen hatte, war sie gerade in den Endzügen und wir konnten ihr bei den letzten Arbeiten auch noch helfen. Und heute arbeitet Frau Jüngling, wenn Bedarf ist, gerne bei unserem Archiv, schreibt allerdings gerade eine Biografie über Beethoven. Und es ist, was ich damit sagen will, Sie haben völlig recht, das hat die Stiftung, das hätte ich vorhin auch sagen müssen, wir haben 2016 wirklich dieses Schuldeingeständnis gemacht, dass wir versucht haben, ein neues Bild nach außen zu bringen, was nicht der Realität entspricht. Frau Häuser? Haben Sie noch Ihre Frage? Also mich interessiert die Gegenwart. Wie stehen Sie jetzt im Austausch mit Robert Laube und wie reagieren die amerikanischen jüdischen Sammler? Er hat ja nun seine Ausstellung, seine neue Ausstellung plötzlich abgesagt. Wie ist das dazu? Es ist so, dass wir in der Tat, wir haben seit 2 Jahren eine Ausstellung in der neuen Galerie vorbereitet, wo von Anfang an aber auch feststand, dass dem Bereich Nolde und Nationalsozialismus ein größerer Raum eingeräumt werden soll. Als Kuratorenteam waren es Aya Soika, Bernhard Fulda, Mario von Lüttichau und ich, dieses Ganze mit einem Teil Sebeler Bestand, aber insbesondere auch den amerikanischen Bestand dort zusammenbringen wollten, um dort auch einen Blick auf Nolde zu setzen. Es ist jetzt so, dass aufgrund der Forschungserkenntnisse hat Herr Lorder die Ausstellung abgesagt, weil er sagt, dass er es nicht mit seinem Amt als Chairman vom jüdischen Kongress in Verbindung bringen kann, den Antisemiten Nolde dort zu zeigen. Das ist seine Entscheidung, die respektiere ich. Ich kann dann noch hinzufügen, dass wir über ein wichtiges Bild von Nolde
mit einem jüdischen jüngeren Ehepaar verhandelt haben. Das ging letztes Jahr los und im Januar bekamen wir dann die Zusage mit einem Zahlungsziel bis Ende Mai. Das Bild ist abgebildet in unserem Katalog dort draußen, den Sie sich gerne mitnehmen können, 25 Years of Passion. Dort sieht man also das Bild, das ist ein Bild in einem siebenstelligen Betrag. Und als diese Diskussion losging, habe ich natürlich auf diesen Anruf gewartet, so in der Art, also das will ich jetzt eigentlich doch nicht kaufen. Ich sah dann auch auf meinem Handy den Namen und ich nahm also ab. Und dann wurde mir gesagt, also ich habe das Geld gerade abgeschickt und danke für den Kauf oder Verkauf. Also war, fand ich bewundernswert, weil genau zu diesem Zeitpunkt hatten wir ja diese ganzen polemischen Diskussionen. Und wenn wir eben nicht genau graumäßig, also die Grautöne uns anschauen und nicht zu dem, ich glaube heute Abend kommen wir hier zu dem Konsens, dass wir bei der Kunst wirklich den Menschen, den Charakter von dem Kunstwerk, das er geschaffen hat, trennen muss, muss sich jeder selber entscheiden. Aber ich habe, für mich ist das ganz klar und ich freue mich auch über diese Diskussion, weil die für viele andere Künstler eben auch steht, dass die eben die Größe hatten, als junge Sammler, die es ja nicht mehr so viel für Nolde gibt, diese Entscheidung zu treffen und das Bild ohne Zögern in ihrer Sammlung aufzunehmen. Wenn ich vielleicht noch eine Ergänzung dazu sagen kann, auch in der jüdischen Presse ist natürlich viel über Nolde berichtet worden und was mich sehr gefreut hat, dass die Aufklärungsarbeit der Stiftung dort sehr, sehr gelobt worden ist, dass natürlich Noldes widerlicher Antisemitismus verurteilt worden ist, dass aber mit keinem Satz ist die Kunst irgendwie in Verruch geraten. Und also da wurde sehr, sehr differenziert schon diese Trennung auch gemacht. Hier sind noch viele Fragen. Ich gehe mal da weiter, kommt dann Frank. Mich würde interessieren, diese Diskussionen, die gerade laufen, finden die überwiegend in Deutschland statt oder ist das global? Das ist schwerpunktmäßig schon in Deutschland, aber wir haben Presseanfragen, Presseresonanzen, England, Amerika, Frankreich, Japan. Anfragen. Und auch Berichte. Das ist eher negativ. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Ja, wir haben in Sebel ungefähr 30% dänische Besucher und wir hatten gerade vorletzte Woche eine Besprechung, eine Folgebesprechung mit unseren Museumspädagogen, die sind sowohl deutsche als auch dänische Museumspädagogen, die durch die Ausstellung führen und wir hatten natürlich auch schon vorher Informationen gegeben, was jetzt auch neu alles zu machen ist und neu zu erklären ist. Und da ist es erstaunlicherweise so, dass von dänischer Seite her gibt es da überhaupt keine Nachfragen. Die finden das Ganze eher erstaunlich. Und das ist eigentlich auch so die Resonanz, was man aus der Neuen Zürcher Zeitung oder auch aus den Zeitungen aus Österreich sieht, wo dann dort auch gesagt wird, naja, die Deutschen sind jetzt wieder in ihrer eigenen Geschichte gefangen und sie haben etwas, worüber sie den Sommer nachdenken können. Simone? Alles weg, was da an dunklen Dingen drauf ist. Und ich sage, das ist einfach ein wunderbares
absolut, als ich den Artikel gelesen habe. Ich glaube, da kann man nur applaudieren über Maximilian Probst, was er da geschrieben hat. Das hat, der hat uns, glaube ich, in Sebel hat er uns alle sehr, sehr bewegt, dieser Artikel. Und, drei Kommentare gab es dazu. Drei. Ja. Einmal ein Danke, ein sehr wertschätzender Kommentar und ein anderer, den man sich entspannt hat. Mehr Diskussion gab es darüber nicht. Ich hatte gerade in der Zeit, also ich war sehr erstaunt. Also ich bin in Kontakt mit Maximilian Probst, ich kannte ihn bis jetzt noch nicht und wir werden uns jetzt Ende des Monats treffen, weil mich der Artikel auch einfach so bewegt hat und da möchte ich gerne einfach das Gespräch suchen, keine Ahnung, was dabei rauskommt, aber das ist einfach ein wunderbarer Artikel. Also der einfach wirklich auch diese ganze Dramatik zeigt, wirklich diese Leichtfertigkeit, wie Ada dort das Hilfegesuch von Frau Probst mit so einem einfach wegwischt und da nichts tut und dann auf der anderen Seite Maximilian Probst, der trotzdem das Kunstwerk würdigt. Noch eine letzte Frage und danach können Sie aber gerne in Einzelgesprächen mit uns noch reden, aber ich würde sagen, wir machen danach erstmal Schluss oder Pause. Bitte. Meine Frage, was für mich wirklich sehr schwer zu verstehen ist, dass dieser Auslöser im Bundeskanzleramt dazu geführt hat, dass wir das heute so stark diskutieren, aber über 70, 80 Jahre die Werte steil nach oben gegangen sind und trotz erkennbarer Fakten über den Antisemitismus von Emil Neude, da nichts passiert ist im Markt. Also 70 Jahre lang, mehr als 70 Jahre lang, eigentlich eine Diskussion, die durch die Fakten eigentlich viel früher hätte stattfinden müssen, nicht passiert ist. Das verstehe ich. Ja. Also, da muss ich zugeben, da habe ich jetzt keine Antwort. Es ist eine große Marketingorganisation. Ja, also, da hat, wie ich schon sagte, hat natürlich auch die Nolde-Stiftung einiges dazu beigetragen, da dieses Nolde-Bild auch immer wieder flach zu halten. Und, aber ich glaube, es ist natürlich auch, vielleicht war der Zeitpunkt einfach noch nicht reif, wenn man sich überlegt, ich will jetzt nicht von Nolde ablenken, aber in Schleswig-Holstein wurde erst vor 2 Jahren eine Studie veröffentlicht über den Landtag in Schleswig-Holstein im Nationalsozialismus. 2017 wurde erst vom Bundeskanzleramt beauftragt, mit einem sehr großen Millionenbudget das Bundeskanzleramt im Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Firmen, Universitäten eigentlich dann auch noch nicht angefangen haben, mit ihrer Geschichte umzugehen, dann zeigt es auch einfach immer noch, wie wenig wir uns teilweise mit unserer Geschichte auseinandersetzen wollen. Es bedarf eben auch eines jungen, mutigen Direktors, der das Ganze anstößt. Und damit beenden wir das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gut. Sehr schön. Sehr viel Freude gemacht. Kann ich nur zurückgeben. Gut.